So, ahoi meine lieben Sidcast hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Jedi Survivor. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier leider den gleichen Weg wieder zurückrennen. Ja, immer noch nicht toll. Oh, shit. Ich habe den zweiten Sprung verkackt. Schnell hier wieder hoch. Ich muss in Bewegung bleiben. Ja. Ich mache ja schon. Oh, das war knapp. Gut, aber die Kiste haben wir gefunden, das war gut. Und dann folgen wir dem Weg hier. Ich habe etwas gefunden. Es scheint sich. Krotte. Droide außer Gefecht. Eine Rollmine? Schnapp die! Aua, die muss ich wegschubsen, ne? Eine Rollmine. Wenn du den Druiden mit Machtschub von dir wegdrückst, explodiert er. Genau. Wenn du den Druiden mit Magnet zu dir ziehst, wird sein Timer aktiviert, aber dann kannst du ihn wie eine Granate einsetzen. Okay. Die Rollmine ist eine Besonderheit von Kobo. Ihre wahre Geschichte und Geheimnisse... Was? Ihre wahre Geschichte in Geheimnisse gehüllt, obwohl es allgemein bekannt ist, dass sie von einem Einheimischen erfunden wurde, wahrscheinlich um Felsbrocken und Trümmer zu sprengen. Manche sagen, dass sie von einem geschickten Erfinder geschaffen wurde, der als einer der ersten Prospektoren auf Kobo landete. Aber nicht eine Erzählung deckt sich mit der nächsten, so dass keine stichhaltig ist. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen was einstecken müssen. Müssen wir besser... Oh, da können wir hin. Alter, die sind auch einfach so im Boden. Ich glaube, es hackt. Du! Ich bin nur ein... Eindringling! Knallt ihn ab! Na toll. Eine verzweifelte Flucht. Ein Prospektor wurde von Bedlam Raiders überfallen, die das Tal als ihr Territorium beanspruchen. Der Prospektor floh, die Raiders verfolgten ihn. Oh, shit. Keine Gnade. Bestätige. Hey, du Drecksau. Ein Kommandodroide. Ja. Die habe ich nicht vermisst. Hui. Okay. Aber den können wir erst mal scannen. Waren das aber nicht zwei? Gut gemacht. Ein BX-Droide. Überaus akrobatisch und unberechenbar, achte genau auf seine Bewegung, kann Lichtschwertangriffe blocken, aber seine Verteidigung ist leicht zu überwinden. Während B1 und B2-Druiden lediglich Fußsoldaten der Separatistenarmee waren, füllte die BX-Serie eine spezialisierte Nische, Infiltration und Eliminierung. Der robuste, wendige und fortschrittlich programmierte BX-Druide verfügt über ein Vibroschwert und ist ein wesentlich gefährlicherer Gegner als alle seine Zeitgenossen. Da waren noch zwei eben, oder nicht? Ja gut, dann gehe ich natürlich erstmal hier gucken. Ist ja völlig klar. Warum hat er gerade was nachgeladen? Arena-Kampf? Oh oh. Das ist nicht gut. Das können wir nicht hacken. Na, wie schön. Was machst du hier unten? Wow, ich behalte alles im Auge. Ich halte Wache. Was für ein Glück für dich, nicht wahr? Mit wem rede ich denn hier? Genau.
bist hier, um die Gegend zu erkunden, was? Auf der Suche nach Chef oder Ruhm? Du hast Glück. Vielleicht befindet sich direkt vor dir etwas Wertvolles. Wer ist denn dieser Waschtarn-Wolf? Was ist das hier? Toller Fund. Ein Prioritklumpen. Wow. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Eloxierte Metalle, sehr gut. Aber was ist das da oben? Geht nicht auf. Die Kiste können wir noch nicht mitnehmen. Die Map sagt, da oben ist noch was Rotes, aber geht nicht weiter. Gut, dann hier erstmal wieder raus. Ich glaube, hier soll man noch nicht sein. Wir folgen diesem Weg. Hier hängen Ketten. Okay, hier geht's runter. Und über E komme ich wieder hoch, oder? Ja. Aus der Kiste. Jawoll. So, lass mich in Ruhe. Ja, kannst du die Kiste hacken? Ja, das geht. Was haben wir da gefunden? Sehr gut, Kumpel. Eine taktische Jacke. Sehr gut. Gucken wir uns später an. Ich höre Druiden hier brummeln. Oder ist der Funk? Warum wackelt die Kette da so komisch? Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Na dann los. Dinger haben es in sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Wie viel kommen denn hier noch? Okay, das war's. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir kommen immer näher zu dem Punkt, wo wir... Ne, den hatten wir uns mal markiert, ne? Das ist so lange. Zu dem großen Vieh da oben. Die Steuerung muss woanders sein. Ja, das geht immer noch nicht. Ne, hier waren wir doch schon. Waren wir hier schon? Wir waren hier schon. Was haben wir jetzt da hinten grün? Wir haben da hinten irgendwas grün. Da sind wir da hoch. Da drüben kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. So, aber hier auf der Seite wurde jetzt irgendwas grün angezeigt. Ich glaube, das war letztes Mal noch rot. Da unten, was haben wir da? Da haben wir was voll versäumt. Oh, da muss ich hin. Kann ich hier einfach runterspringen? Aber komme ich dann noch wieder hoch? Nur eine Möglichkeit herauszufinden. Okay, ich kann da nicht runterspringen. Das ist zu weit.
So, hier geht's ja immer noch nicht weiter, oder? Nee. Aber der Typ steht nicht mehr da. Und hier? Warum wird das da grün angezeigt? Oder gelb? Ist da nichts. Tja, wo geht's jetzt weiter? Genau hier links neben mir. Kann ich hier in der Wand klettern? Nein. So, jetzt bin ich wieder hier. Ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Da ist auch noch eine Kiste. Oh, ich möchte so gerne runter. Das ist bestimmt zu weit. Nee, das lässt er nicht zu. Da darf ich nicht runter. Tja, nur sag mal, wo ich jetzt hier hin soll. Da unten waren wir schon. Waren wir schon? Ah, warte mal. Ich habe eine Idee, glaube ich, oder? Nee, von mir. Nee, so weit komme ich damit nicht. Ich dachte, ich brauche mal hier Hilfe gebrauchen. Danke. Moment, war hier irgendwo nicht so ein Meditationsding in der Nähe? Gehen wir mal schnell zurück. Nach Hinweis fragen. Ja, und nun? Toller Hinweis. Moment, wir gehen hier schnell einmal. Nur die Macht. Ja. Wir gehen einmal meditieren und dann gucken wir nochmal in Ruhe. Einmal ausruhen. Einmal zurück. So, jetzt kommen wir in diese Richtung weiter. So. Oh. Ach ja, die kommen jetzt auch wieder neu. Was hat denn da angezeigt? Ach so, der da unten saß. Alles klar. So. Wir versuchen es einfach mal. Zieht mich runter. Kann ich da irgendwas ziehen? Nein, da komme ich nicht ran. Tja, jetzt sag mal, in der Wohlang geht es weiter.
So, hier kommt gleich wieder so ein Bombenviech, ne? Muss ich jetzt hier die ganze Runde nochmal laufen? Kurz geht's hier irgendwo lang? Nein. Hier runter? Nicht wirklich. Ach scheiße, ist der ja auch. Das zeige ich doch, das sind zwei. So, wo ist der andere hin? Ja, dann hüpf doch mal hier hoch. Und hier ging es ja nicht wirklich irgendwo weiter. Der Typ hat uns hier angequatscht. Wir sind bis da hochgekommen. Aber ich krieg die Tür nicht auf. Warum sollten wir dir vertrauen? Es ist Zeitverschwendung, mir zu misstrauen, wenn es hier, genau hier, ungeahnte Schätze zu holen gibt. Das sieht aus, als wolltest du diesen Schatz gar nicht. Was will der von mir und wer ist das? Dieses Terminal wird warten müssen. Was machen diese blauen Dinger hier? Die haben wir ja nur schon öfter gesehen, aber hier ist doch nichts. Wahrscheinlich wieder so offensichtlich, dass ich es nicht sehe. Da kann ich nicht ranspringen. Weiter. Hier geht es aber nur runter. So, jetzt kommt der Typ hier hinter der Wand vor. Du hast mich erwischt. Spüre den Schmerz. Geht's hier irgendwo noch lang? Nee. Okay, jetzt rennt ihr da. Fuck. Ich wollte den dagegen schleudern. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Der Typ rennt mir hinterher. Diesen Teer überwinden. BD, bringt dieser Damm dich vielleicht auf irgendeine Idee? Ja, aber der fliegt ja nicht so weit. Oder muss ich die. Aber da habe ich doch auch nachher das Dings, wo ich hochklettern muss. Da kommt der doch auch nicht hinterher, oder doch? Versuchen wir ihn einmal in die andere Richtung. Okay, ich darf ihn nicht so dicht an mich ranlassen. Thank you.
Okay. So geht es. Ich lasse ihn wieder fallen und ziehe ihn dann weiter. Mann, schwierig wurde. So, das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Das war eine schwierige Wurde. So, und jetzt kommen wir hier hoch. Oh. Hallo. Guten Tag. Ich bin's nur, Kai Kastes. Hallo, piep, 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 piep. BD? BD? Alles okay? Ja, wui. Nicht gesagt, du sollst aufpassen, wen du scannst? Komm her. Ich hätte dich in diesem Rathanis lassen sollen. Okay. Furchtlos. Der extrem neugierige und furchtlose BD-1 scannt alles, was sich bewegt, wenn sein Ziel, auch wenn sein Ziel ihn fressen könnte. So, nachdem wir jetzt dieses äußerst schwere Rätsel hier geschafft haben, warum leuchtet das hier rot? Achso, erstmal haben wir noch einen Eintrag für den Panzertronto. Die gewaltigen Panzertrontos der Baggerschlucht sind auf Kobo ebenso ein Wahrzeichen wie der majestätische Berg oder die kraterübersäten Sümpfe. Normalerweise thront sie über dem Pfad in die Baggerschlucht und ernährt sich vollständig pflanzenfressend. Aber wer sich dem enormen Maul der neugierigen Kreatur schon einmal genähert hat, zweifelt häufig, ob das wirklich stimmt. Ja, was auch immer das Rote ist, es geht ja erstmal nicht weiter. Wir gehen. Meine Güte, beeindruckend. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung weiter. Hier können wir nichts machen. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Moment, bevor wir den bedienen, schauen wir uns nochmal um. Jetzt. Ja, so habe ich mir das ungefähr... geht's noch? Danke, ebenfalls. Aber ich dachte, der ist weg, nachdem ich ihm hier diesen Explosionsdruiden an Kopf geschmissen habe. Das hat mich doch ein wenig... Blecheimer hier. Eindringling geoutet. Werde dich zum Aua! Ich war noch in der Animation drinne. Bitte, hilf mir bitte. Oh Gott, ich habe bald keine Stims mehr. Das ist nicht gut.
So, was haben wir denn hier? Was sitzt denn da oben? Den können wir verschieben. Da geht's auch weiter. Da oben ist ein Loch in der Wand. Hä? Wofür brauche ich den jetzt hier? Da unten ran? Nee. Kann ich da ran springen? Nee, das ist keiner. Da, Moment, da das Seil. Ach ja, da war ja auch noch was. Ich kann an Wände so kommen. Da, und dann kann ich darüber laufen. So machen wir das. Moment. Gut, muss man ein bisschen besser machen. Ich muss ja nicht da hinten anfangen zu laufen, ich Trottel. So. So, das haben wir schon mal geschafft. Eine Kiste. Ein Radio. Ach nee, eine Schrottplatz-Optik für BD. So, guck mal, hier ist auch ein Seil. Was können wir denn? Das können wir schneiden. Und dann kommen wir da hoch. Und jetzt wollte ich aber hier nicht runterfallen. Ich glaube, da oben gab es nämlich noch was zu gucken. So. Guck mal, kann ich da irgendwas machen? Aber auch bloß rüberrennen. Und da oben war ich schon. Okay. Okay, und ich hatte schon die Hoffnung, dass da wieder was geheimet ist. So, dann hier nochmal. Ja, ja, ja. So, dann darüber. Borglinge. Ihr seid weit weg von Borgano. Borgling. Der bescheidene Borgling galt nur auf Borgano als heimisch, hat es aber irgendwie nach Kobo geschafft und gedeiht nun dort. Er ist flauschig und wendig, vor allem auf felsigem Terrain. Nicht zuletzt deshalb, weil er auf den Zehen laufen kann. Dachte erst, das wäre dieser komische Fuchs hier, der Kumpel von Sonic. Wie heißt der? Tails. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist da, oder? Ob ich das auch kann, BD? Ach, okay, da, jetzt haben wir's. Oh, hier ist auch ein Speicherpunkt. Na gut. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, oh, wir sind fertig mit dieser Folge. Wir haben noch einen Punkt, da können ich wir noch mal meinen Geist frei machen. Und vor allem brauchen wir wieder volle Stims. Fähigkeiten. Beim Überleben haben wir immer noch nur den einen hier. Verbesserte Stim-Formel. Regeneriert zusätzliches Leben. Bei ein Schwert
4 Fähigkeiten. Ah ne, insgesamt 4 Fähigkeiten. Das ist nicht so schön, muss ich sagen. Dass es immer gleich so weiterrutscht. Zweifache Reflexion. Drücke kurz vor dem Kontakt, um bis zu 2 Blasterprojektile hintereinander zurückzuwerfen. Habe ich aber nur bei 1 Schwert. Ausfallender Schlag reicht weiter. Von denen hier oben kann ich noch nichts nehmen. Ich könnte nur den hier nehmen. Und 2 Schwerter benutze ich. So, die sind noch nicht freigeschaltet. So, und dann haben wir hier noch Macht. Maximale Macht erhöht sich. Reißender Magnet. Gruppen ranziehen. Aber das muss ich einmal freischalten, um hier die anderen freizuschalten. Benebel verlängert die Zeiten der Gegner. Auch das habe ich noch nicht wirklich wieder benutzt, außer wo es mir einmal gezeigt wurde. Tatsächlich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht so richtig. Widerstandskraft, mehr Leben. Achso, verbesserten Stim. Ich denke mal, wir müssten hier auch ein bisschen was investieren. Halte, um automatisch Nahkampfangriffen auszuweichen. Das ist... Teamarbeit. Noch mehr maximales Leben. Ja, ich weiß auch nicht. Längerer Dings, den benutze ich aber nicht. Das ist natürlich schön, wenn du ein Schwert hast. Vielleicht nicht so clever, das gerade zu benutzen. Ich muss vielleicht auch ein bisschen mehr hier auch mal hin und her wechseln. Und so kann ich hier 2 Schüsse, die schießen ja oft zweimal hintereinander, abwehren. Muss das noch mal ein bisschen üben hier. So, Leute, für heute ist aber eh noch geübt. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.